Wenn diese Gebäude nicht geliebt werden von den Leuten, dann ist das wahrscheinlich schlecht für die gesamte Nachhaltigkeit. Ich glaube, die Architektur wird ein kleines Revival erleben und eine gewisse existenzielle Bedeutung auch wieder gewinnen für die Versorgung der Menschen. Nicht nur mit Wohnraum, sondern auch mit der Energie, die sie benötigen. Sondern dass ich versuche, das Gebäude immer in Idealzustand zu fahren. Das Gebäude selber regelt sich in Idealzustand. Jetzt stellt man fest, dass in Infrastruktur, Bauten eben beispielsweise, fast die Hälfte des gesamten Energiekonsums fließt. Also die Frage ist, was heißt Komfort? Weil das ist ja sehr umfangreich, wenn man darüber philosophieren möchte. Nein, ich glaube, das ist ein genereller Trend, dass diese Gewerke näher zusammenwachsen, damit die Daten für die Betreiber dann überall zur Verfügung stehen. Gibt es wahrscheinlich wenige Felder, die so spannungsvoll sind und zwischen Gestaltung und Technik so stark hin und her oszillieren wie das Licht? Die Nachhaltigkeit bezieht sich eigentlich auf drei Bereiche: die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Umwelt. Und eigentlich geht es darum, dass wir uns so verhalten, dass einfach die nächste Generation in diesen drei Bereichen noch leben kann. Nun, der schillernde Begriff der Nachhaltigkeit wird ja vielerorts gleichgesetzt mit der Befriedigung von Bedürfnissen der jetzigen, unserer Generation in einer Art und Weise, dass die Befriedigung der Bedürfnisse zukünftiger Generationen nicht beeinträchtigt wird. Zentral ist sicher das Wohlbefinden der Menschen, die in diesen Gebäuden sind. Dem Mensch muss es ja wohl sein, wenn es ihm wohl ist in dem Gebäude, wenn die Behaglichkeit stimmt, dann trägt er auch dazu Sorge. Und dieses Ganze gehört eigentlich zur gesellschaftlichen Nachhaltigkeit. Die ganze Situation natürliche Beleuchtung, die sehr viel Wohlbefinden formuliert. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist der Bezug, also vom Rausschauen in die Umgebung schauen können, die Akustik des Raumes,
auch ganz wichtiger Punkt, heute ein großes Thema, also wie viel Lärm, wie viel vertrage ich überhaupt. Ich glaube, es würde nicht bedeuten, dass man Komfort alleine nur von den rein technischen Werten her betrachtet. Aber es geht eben auch um eigentlich die den Raumeindruck oder die Raumwirkung, die Raumwahrnehmung als solche. Und dass nicht nur Räume gebaut werden, die rein funktional definiert sind, sondern dass es für uns Menschen eigentlich um viel mehr geht. Ja, also Energieeffizienz im Allgemeinen ist ein Thema, das geht auch nicht am Lichtplaner vorbei. Und wir als Lichtplaner sind dafür verantwortlich, dass ein Teil der Gebäudeenergie für unsere Installation verwendet wird. Insofern sind wir davon stark betroffen. Wir sind vielleicht auch noch dadurch sehr stark davon betroffen, weil das Licht sieht jeder, der an einem Gebäude vorbeikommt, sieht, dass das Licht brennt, sieht aber nicht oder weiß nicht, ob jetzt die Klimaanlage läuft oder nicht.